Hallo Programmierfreunde, ich bin Roger. In diesem Video gehen wir das hier programmieren. Das ist alles für ein, naja, nicht alles natürlich, aber meistens, was wir so brauchen mit ein Array. Also, was macht das? Wenn ich hier aufklicke, dann passiert das natürlich. Und dann habe ich hier natürlich etwas. Das ist natürlich kein richtiges City, aber das macht nichts. Hier sieht man London und hier sieht man Paris. Also 0, 1 und Element 2 ist Paris. Aber jetzt möchte ich mein Name zwischen London und Paris haben. Also zwischen London und Paris ist Element 2. Seht mal zu. Da haben wir, oh, hier haben wir jetzt Element 2 und das ist jetzt mein Name. Aber das ist natürlich nicht ein richtiges City, also wir möchten das gerne lösen. Also, dann Element 2 möchten wir lösen. Man braucht nur ein Element zu selektieren. Und das ist Element 2 und Remove, voilà. Da muss ich das leider so machen. Aber hier haben wir unsere Array. Und jetzt möchte ich gern suchen in diesen Array. Also, Element 4 möchte ich gern suchen. Und Element 4 muss sein Berlin. Also 0, 1, 2, 3, 4. Also Berlin ist der vierte Element. Das stimmt. Also jetzt möchte ich gern ein Element zufügen. Dann braucht man nur das zu machen und Append. Muss ich das wieder so machen? Und hier sieht man U-Bound. Das ist mein eigener Name natürlich. Und so kann man ein Array manipulieren. So ein bisschen dann. Das ist unsere Interface. Man wüsste schon, was das alles ist. Das ist ein Text-Area natürlich. Die Clear-Button, die erkläre ich natürlich nicht mehr. Das löst alles hier. Und das wüsste man schon, wie man das machen muss. Dann nehmen wir nach die linke Seite. Hier sieht man Lines as an Array of Strings. Dann habe ich i wie ein Integer deklariert und dann gehen wir nach die hier. Das hier ist die Push-Button. Also Lines, das ist die Name unserer Array, ist Array und dann das da. Das ist ein langer String. So kann man das einfach programmieren. Und vor diesem Video natürlich habe ich das so gemacht. Normal möchte man hier ein Variable haben. Aber jetzt nicht. Und dann habe ich natürlich, brauchte ich eine Vorschleife. Vor i ist 0 bis lines.ubound. Das hier ist ubound. Und das hier ist 0. Und dann müssen wir natürlich das schreiben zu unserer Text-Area. Also Text-Area 1.appendText lines i plus end of line. Und dann sieht das so aus. So aus. Also, das ist einfach nicht. Diese hier, die ist hinter jedem Push-Button. Also, die erkläre ich nicht mehr. Man hat das schon früher gesehen und das habe ich mehrere Male erklärt, wie das funktioniert oder was das heißt. Also, dann gehen wir nach Insert. Also, Insert, hier haben wir die gleiche Vorschleife. Also, dann wüsste man das. Die Push-Button hier. Das heißt, dem New City as String ist tf New City.text. Also das heißt die hier. Und dem Insert Position, also Position as Integer ist val tf Position.text. Also das heißt die da. Das ist ein String und das muss ein Value werden. Und dann muss man das einfach so programmieren. Dann haben wir hier lines.insert, dann unsere Integer, das ist die Plätze, wo man etwas drin schreiben möchte. Das ist immer ein Integer. Und dann unsere String-Variable newCity.
Dann gehen wir nach. Ich glaube, dass das die ist, nicht? Ja, Remove. Also hier sieht man auch wieder die Vorschleife, die ist gleich. Also jetzt gehen wir die hier machen, Remove, also löse. Dim Remove Element, also löst Element, S Integer ist Fell, TF Remove, also TF löse, Punkt Text. Das ist ein String, das muss ein Value werden und dann kann man das hier drin programmieren natürlich. Und dann muss man Lines.remove, also löse heißt das in Deutsch, remove element, also löst element. Und das wird dann auch passieren natürlich. Dann müssen wir search, suchen, search, das ist die hier. Also das ist die, die hat nur zwei Regeln, man sieht das. Dim myIndex s integer und dann wieder das hier, die Value, tf search.text. Also das heißt die hier, dass wir ein Element suchen möchten. Und dann habe ich natürlich ein Messagebox hier programmiert. Man kann auch etwas anderes programmieren. String, also man muss ein String Value hierin programmieren. Lines und dann myIndex. myIndex ist ein Integer, also da muss man ein String daraus programmieren und dann sieht das so aus, Berlin, Element 4. Und dann haben wir noch die hier, Append. Also, dann gehen wir nach Append, wieder die Vorschleife, die man hier sieht. Dann mache ich das so, naja, lasse ich das so tun. Also die hier, dim myCity String ist gleich an tf-append.text. Dann haben wir hier lines.append und dann die Name unserer Variable. Und dann wird er das natürlich auch machen, wie man hier sehen kann. Zweimal mein eigener Name. So einfach ist das. Also, das war's für dieses Video. Höflich treffen wir uns in dem nächsten Video.